Hi Leute, Forte hier. In diesem Video machen wir einen FPS-Test und vergleichen die FPS-Werte zwischen CS2, also Counter-Strike 2, mit der Source 2 Engine und CSGO, und zwar auf der Map Mirage. Zur Info für euch, ich habe einen relativ guten Rechner mit moderner und aktueller Hardware. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7700X. Ich habe DDR5 RAM und dazu habe ich so eine eher durchschnittliche, meiner Meinung nach, Grafikkarte. Es ist eine Nvidia RTX 2080 Super. Zu Beginn machen wir einfach nur einen Lauftest sozusagen über die Map. Also ich laufe einfach über die Map Mirage. Das ist jetzt hier Counter-Strike 2, was ihr hier seht. Es sind keine Gegner auf der Map. Es sind keine Granaten und Smokes, die irgendwo hochgehen, sondern die bloße, nackte Map sozusagen. Und ich habe in der Regel um die 300 FPS hier, eigentlich überall in allen Bereichen der Map. Teilweise kleinere Drops auf so ungefähr 270 FPS. Und die Grafikeinstellungen sind hierbei alle auf High bzw. auf Max eingestellt. Als nächstes mache ich den Smoke-Test. Und Smokes fressen auch auf der Source 2 Engine unfassbar viele FPS. Das heißt, ich stehe direkt vor der Smoke und ich habe FPS-Drops von ungefähr 300 auf ungefähr 170. Das heißt, fast um die Hälfte. Und dann, wenn ich die Smoke auch nochmal mit der HE quasi wegblase, dann droppen die FPS noch ein Stück weiter auf 120 FPS. Auch bei Molly droppen die FPS auf ungefähr einen Wert von 170. Aber selbst wenn ich dann den Molly lösche mit einer Smoke, droppt der FPS-Wert nicht noch weiter, wie jetzt bei der Kombination aus Smoke und Nate. Denselben Test machen wir natürlich auch in CSGO, also maximale Settings. Ich laufe über die Map Mirage, ohne Bots, ohne Gegner, ohne Smokes, ohne alles. Ich habe hier in der Regel einen FPS-Wert von um die 700, durchaus auch steigend zwischenzeitlich. Kleinere Drops gibt es aber auch, so ungefähr auf 680. Also bis hierhin ungefähr doppelt so viele FPS wie in Counter-Strike 2. Bei einer Smoke geht der FPS-Wert auch runter, allerdings weniger deutlich als bei Counter-Strike 2. Und zwar hier ungefähr auf 540 FPS, von vorher 700. Wirft man eine HE-Granate in die Smoke, sinkt der Wert jetzt nicht noch einmal zusätzlich. Bei einem Molotow geht der Wert aber schon deutlich runter, zumindest kurzzeitig sogar ungefähr auf den Wert von 460 FPS. Also schon relativ deutlich, aber wie gesagt, nur kurzzeitig. Und sobald der Molly durchgebrannt ist, ist der FPS-Wert relativ schnell normalisiert, also wirklich innerhalb von einer Sekunde ungefähr. Und auch wenn man den Molly löscht mit einer Smoke, droppen die FPS-Werte auch nicht noch weiter runter. Was das konkret für euch bedeutet, dazu kommen wir gleich. Aber erst einmal noch denselben Test auf Low Settings. Und hier sieht man natürlich, dass die Grafik schon extrem hässlich wird. Ich denke mal, es ist immer noch spielbar, aber man sieht schon natürlich an allen möglichen Ecken und so weiter, schon sehr, sehr pixelig wird das Ganze. Aber der FPS-Wert, der steigt natürlich noch einmal deutlich an. Also wir hatten vorher um die 300 FPS auf High Settings. Jetzt haben wir hier in Counter-Strike 2 um die zwischen 600 bis 700 FPS. Und die Nate-Tests sehen wie folgt aus. Beim Smoken geht der FPS-Wert natürlich schon deutlich runter, auch um die 500 FPS und auch sogar so ein bisschen drüber hinaus, also auf 450 kurzzeitig. Beim Naden der Smoke geht der Wert auch auf 450 runter, also schon deutlich. Also wie gesagt, wir hatten vorher zwischen 600 und 700 FPS beim Naden und Smoken als Kombination dann auf 450 runter. Beim Molly geht der FPS-Wert auch hier runter, also von ehemals zwischen 600 und 700 FPS auf ungefähr 500 und sogar beim Löschen, vor allem beim Löschen des Mollys mit einer Smoke, geht der FPS-Wert auch nochmal runter auf ungefähr 450 FPS. Also wir haben hier auch schon deutliche FPS-Einbußen beim Naden und beim Smoken, aber der FPS-Wert, der sinkt proportional weniger deutlich als auf High Settings. Und wenn wir uns jetzt das Ganze final in CSGO auf niedrigen Grafikeinstellungen anschauen, dann sieht das so aus, dass ich die FPS nach oben sogar limitieren muss. Ansonsten, wenn ich kein Limit setze, zumindest bei meiner Hardware, läuft das Spiel so super schnell irgendwie. Also sowohl beim Schießen als auch beim Laufen, das ist halt irgendwie doppelte Geschwindigkeit. So fühlt sich das an. Warum, weiß ich nicht genau. Es sind einfach zu viele FPS irgendwie, also 1300, 1400.
mit meiner Hardware, wie gesagt. Deswegen, sobald man irgendein Limit setzt, zum Beispiel auch auf 1500, also FPS oder Max FPS 1500 zum Beispiel, setzt das Spiel aber automatisch den Max FPS Wert auf 1000, darüber hinaus geht nicht. Und ich bin auch fast die ganze Zeit am FPS-Limit. Und beim Smoken sieht das Ganze so aus, dass die FPS-Werte minimal zurückgehen. Von 1000 FPS ungefähr lediglich um 50 FPS nach unten, ungefähr auf 940, 950. Wenn man dann die Smoke wegnadet, dann geht der Wert locker sogar, also sehr, sehr deutlich runter auf 740, also nochmal quasi 200 FPS niedriger. Das ist dann schon krass. Und auch beim Molotov Cocktail geht der FPS-Wert ähnlich wie bei einer Smoke eigentlich nur so um die 20 FPS runter, auf 980 wohl bemerkt. Und erst dann, wenn man den Molly mit einer Smoke löscht, erst dann geht der Wert auch tatsächlich deutlich herunter auf ungefähr 600, also beziehungsweise unter 700 definitiv. Kommen wir nun zum Fazit. Was bedeutet das Ganze? Punkt 1 ist, dass die Performance, es fällt ja auf, die Performance ist in CSGO, bei mir jetzt, bei meiner Hardware, deutlich besser als in CS2. Also mit gleichen Grafik-Settings, entweder High oder Low miteinander verglichen. Die Performance in FPS ist in CSGO besser. Im Umkehrschluss müsst ihr aber auch nicht gleichzeitig anfangen zu zittern und Angst zu haben, dass ihr vielleicht mit eurer älteren Hardware, mit einem älteren Rechner, große Probleme erwarten müsst, denn wir kommen somit quasi zum Punkt 2. Grundsätzlich rechnen wir eigentlich schon damit, dass die Performance unter oder auf der Source 2 Engine besser werden muss als auf der Source 1 Engine, die ja jetzt schon super alt ist. Aber dieser Performance-Vorteil auf der Source 2 Engine wird sich eher bei älteren Rechnern, bei älterer Hardware bemerkbar machen als jetzt zum Beispiel bei meinem Rechner. Und Punkt 3 ist, gerade weil die Performance in CSGO besser zu sein scheint, gehe ich nicht davon aus, dass die Entwickler mit Source 2 quasi und mit der Performance dort fertig sind. Ich glaube schon, dass da noch einiges getuned und getweakt wird und die Performance, also die FPS-Werte dann bei Release oder vielleicht zumindest kurze Zeit danach sich noch deutlich bessern sollten. Schreibt mir gerne, was habt ihr für eine Hardware und was ihr denkt, wie Counter-Strike 2 bei euch laufen wird. Gebt meinem Video gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.